Vor 8 Jahren präsentierte Mercedes-Benz das erste Roadster-Coupé mit festem Faltdach. Der Trendsetter SLK war geboren. Über 308.000 Exemplare wurden bis heute verkauft. In genau einer Woche rollt die zweite Generation zu den Händlern. Und wieder warten die Schwaben mit einer Weltneuheit auf. Warmluftausströmer in den Kopfstützen, Airscarf genannt, sorgen selbst bei kühlen 10 Grad für Open-Air-Spaß. In 3 Stufen wählbar wärmt der Luftstrom gezielt Schultern und Nacken. Ein steifer Hals gehört zu der Vergangenheit an. Auf Preis für das sinnvolle Extra 458 Euro. Ebenfalls neu der 272 PS starke 3,5 Liter Sechszylinder. Ein kleiner Druck aufs Gaspedal genügt und der Sauger schiebt ab 2000 Umdrehungen vehement an. Nur 400 Umdrehungen später steht das maximale Drehmoment 350 Nm bereit. Entspanntes Cruisen im Serpentinengewühl oder schnelle Bergetappen. Der Vierventiler hat mit den 1,5 Tonnen leichtes Spiel. Für Fahrdynamik sorgt zudem die deutlich verwindungssteifere Karosserie. Holter- oder Knarrgeräusche, Fehlanzeige. Die langgezogene Nase erinnert an den Supersportler McLaren Mercedes SLR. Trotzdem besitzt der SLK ein eigenständiges Gesicht. Im Vergleich zum Vorgänger wuchs der neue um 72 mm in der Länge und 65 mm in der Breite. 2 verchromte Endrohre verbreiten voluminösen Sound. 5,5 Sekunden dauert der Sprung von 0 auf 100 mit 7-Gang-Automatik. Höchstgeschwindigkeit elektronisch abgeregelte 250 km/h. Laut Werk genehmigt sich der SLK 10,1 Liter. Der Innenraum verwöhnt mit deutlich verbessertem Platzangebot und leichter Bedienung. Die Klimaanlage gehört beim SLK 350 zum Serienumfang. Genauso wie eine 6-Stufen-Schalthaus. Optional die seidenweiche, sehr agile 7-Stufen-Automatik für deftige 2170 Euro. Hochwertige Materialien mit viel Liebe zum Detail und passgenaue Verarbeitung. Dank neuem Verdeckmechanismus, ähnlich wie beim SL, öffnet und schließt das Verdeck in 22 Sekunden. Das Kofferraumvolumen bei geöffnetem Dach wuchs um 64 auf nur 208 Liter. Maximal sind es 300 Liter. Auf unebenen Passstraßen überzeugt der Roadster durch feinfühliges Handling. Straff abgestimmt bleibt der Komfort aber nicht auf der Strecke. Agil und leichtfüßig folgt der SLK jeder Straßenwindung. Ebenfalls lobenswert, auf die träge Kugelumlauflenkung des Vorgängers haben die Mercedes-Ingenieure verzichtet. Dank neuer Zahnstangenlenkung lässt sich der Roadster präzise dirigieren. Zudem vermittelt sie viel Rückmeldung. Fazit: Der SLK wurde systematisch weiterentwickelt, die Schwächen des Vorgängers konsequent ausgemerzt. Das Platzangebot reicht jetzt auch für Menschen über 1,85 Meter. Die Sitze sind deutlich bequemer, der Kofferraum fasst bei offenem Dach eine große Reisetasche mehr. Auch die Fahrdynamik ist tadellos. Zudem glänzt der SLK 350 mit tollem Sound und Kraft in allen Lebenslagen. Schade, dass das Vergnügen mindestens 43.400 Euro kostet.